diesem unermesslich weiten Land lebten wir, die Cheyenne, wie vor uns unsere Vorfahren hier gelebt hatten. Wir erzogen unsere Knaben und jungen Männer zu stolzen und tapferen Kriegern. Sie lernten Falschheit und Hinterlist zu verachten. Wir besaßen kräftige, schnelle Pferde, auf deren Rücken wir die großen Büffelherden jagten, deren Fleisch uns ernährte und aus deren Häuten wir unsere Kleidung und unsere Zelte herstellten. Als der weiße Mann in unser Land kam, brachte er vieles mit, was uns unbekannt und fremd war. In seiner Begleitung kamen Soldaten mit Feuerstöcken, die ihn beschützen sollten. Dabei war in diesem schönen Land Raum für alle. Es gab viele unter uns, die mit den bleichgesichtigen Fremden in Frieden leben und von ihnen lernen wollten. Aber es gab auch einige, die sie hassten. Muss der Häuptling der Cheyenne sofort springen wie ein Hund, wenn der weiße Mann pfeift? Gibt es Krieg, Vater? Es kommt bestimmt nicht dazu, Kina. Du hast meine Pfeile nachgemacht. Behalte sie. Aber es wird dir nicht viel nützen. Es gibt noch mehr Mittel, um einen Krieg zwischen deinem Stamm und den Kraut zu entfesseln. Sie waren taub gegen meine Worte und hörten nicht auf die Stimme der Vernunft. Morgen wird Großer Adler nicht mehr Häuptling sein. Dann werden sich unsere beiden Stämme vereinigen. Und die Bleichgesichter werden wieder zittern vor dem Namen Cheyenne. Der Kriegspfad ist der Weg des Kriegers. Der Kriegspfad ist der Weg des Narren. Ich halte nichts von Ihren neuen Bräuchen. Es ist falsch, sich an das Alte zu klammern, wenn das Neue sich gut bewährt hat. Wenn ein Fremder zu unseren Zelten kommt, geben wir ihm zu essen, wenn er hungrig ist, wärmen ihn, wenn er friert, und pflegen ihn, wenn er krank ist. Für einen Freund ist kein Opfer zu groß.